ziemlich viele panische Leute am Greystone-Platz. Von Jacob bekomme ich nichts mehr. Aber gleich bin ich am Haus von Eastwick, dem Architekten des Baums. Wenn jemand eine Hintertür in den Bergfried kennt, dann sein Erbauer. Ich hoffe für Berso, der Bergfried ist so robust, wie alle sagen. Ein schönes Stück. Eastwicks Stadthaus. Raffinesse war nie seine Stärke. Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Maschinen in den Wänden, jede Menge Tricks. Er hat sich in seinem Studierzimmer eingeschlossen. Aber passt auf, ich will nicht, dass er entkommt. Sir, ist Eastwick nicht der Architekt des Barons? Bei Rocks Zähnen. Geheimnisse sollten nicht in Glashäusern sein. Der Mann hat viel zu verbergen. Wäre die Lage anders, würde ich das hier genießen. Meister Eastwick macht es richtig. Ich sollte mich in dem verdammten Keller einsperren. War klar, dass mir die Schwarzkittel nicht beim Tragen helfen. Tilly wird mir fehlen. Tolles Mädchen. Nichts zu tun, außer die Hinrichtungen zu verfolgen. Ich fühle mich nicht besonders. Ein Königreich für einen Kaffee.
Bei allen toten Göttern. Ist Lady Eastwick noch in ihren Gemächern? Was, die mürrische alte Schachtel aus den Kolonien? Hey, nicht so charmant, Mann. Natürlich ist sie mürrisch. Ihr Mann ist ein Verräter. Sollen die Götzen den Bergfried sprengen? Die Galgen sind voll von ihren Männern. Und wie viele werden folgen, wenn der Bergfried fällt? Er ist Symbol unserer Autorität. Diese Armbrust ist die einzige Autorität, die ich für das Pakt brauche. Warum dauert das so lange, Eastwick aus seinem Studierzimmer zu holen? Ach, weil wir nett zu ihm sein müssen. Befehl des Hauptmanns. Die Schwermut ist überall. Einer meiner Zähne wackelt. Das stimmt nicht. Ob der Baron wirklich so aussieht wie aus seinen Porträts. Ein schönes Stück. Ist die Schicht vorbei. Ich könnte einen Schluck vertragen. Hier drin ist also irgendwo ein geheimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihm denn nie nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Kommt schon, Mutter Mulberry. Ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, macht nur. Ich sehe mir den Raum mal. Hey. Das Feuer ist aus. Warum? Erst die Schwermut und jetzt Feuer, die von selbst ausgehen. Wenn du dich mit mir anlegst, bleibst du besser versteckt. Da war nichts. Ich muss müde sein. Ich hab das Fox gefunden. Ich hab doch dafür gesorgt, dass... Ich
bin froh, wenn das alles vorbei ist. Theodor Eastwick! Diener des Löwen! Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen! Es hat keinen Sinn, hier draußen zu warten. Das nehme ich mit. In das Studierzimmer. Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt! Meister Eastwick! Die Nächte in dieser Stadt scheinen ewig zu dauern. So hungrig. Was hat Eastwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Tja, ich muss ihn leider daran stören. Ich brauche diese Pläne. Das erklärt seine mangelnde Kooperation. Erst Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Gebaumelt hätte er so oder so. Warte hier. Ich glaube, der Schildmann kommt. Theodor Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke.
Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Der Bergfried. Das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit spielen. Das Modell aufstellen wie das Gebäude, bevor das Gebäude einstürzt. Meister Eastwick, öffne die Tür! Keine Bewegung, denk nicht! Der Architekt! Auf frischer Tat ertappt! Diese Öffnung im Fundament, ist das ein Entlüftungsschacht? Dort einzubrechen wäre Selbstmord. Und schon ist das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und was ist das? Der Tresor des Barons. Er soll so groß wie ein Haus und voller Gold sein. Ugh.
Sieh an, was haben wir denn da? Guter Fund. Danke, Garrett. Ich bin da drin ein bisschen durchgedreht, so ganz allein. Wollte sogar Jennifer bei mir haben. Oh, ekelhafter Mistkerl. Ich dachte immer, wenn sie einer tötet, dann wäre das ich. Was hast du vor? Oh, halt. Du denkst doch nicht an die Geschichten über den legendären Tresor, oder? Hör zu, Garrett. Niemand zahlt dafür, dass du dabei den Hals riskierst. Es geht nicht um Bezahlen. Ich bin eben nicht. Falls du es überlebst, ich meine, wenn du es überlebt hast. Ich bin im Sirenennest im Südviertel. Versteht der Baron unter Ordnung und Effizienz. Würde er diese Stadt wirklich verstehen, wüsste er, dass das nie funktioniert.
Wusstest du's nicht, Garrett? Gier ist Sünde. Und man wird bestraft für seine Sünden. Aber ich kenne die Gier, mein Freund. Wo sie herkommt. Es war so einfach. Ich musste dich nur in das Gebäude locken. Siehst du? Ich kenne dich besser als du dich selbst. Hängst du am Galgen, Meister? Wachen! Ergreif diese Ratte! So recht. Wehe, wenn in dem Ding nicht mindestens die Goldzähne des Tricksers sind. Das nehme ich mit. Er ist hier. Wir müssen den Bastard finden. Keine Spur. Wenn ihr Blagen nicht macht, was ich sage, bekommt ihr die Peitsche zu spüren. Komm her, Junge! Hier herrscht Leid, Schreie, nur Krankheit und Tod. Ich halte das nicht mehr aus. Es schmerzt, Garrett. Doch unter all dem Lärm erklingt das Flüstern. Komm mit, Garrett. Und ich zeige dir ein Geheimnis. Man wird stark, wenn man alleine aufwächst. Es gibt keinen, der dir hilft. Und niemanden, der dich stoppt. Hast du mich deshalb gehen lassen, Garrett? Weil du außer mir keine Familie hattest? Wir waren nie auf Augenhöhe. Große Brüder sind immer klüger. Ich wollte helfen, doch du hast nicht zugehört. Weißt du, dasselbe habe ich auch über dich gedacht.
Ich werde sie aufhalten. Ich möchte schlafen wie du. Northcrest, du willst wissen, was passiert ist? Wo du warst? Komm zu der Heilanstalt. Moira birgt Wahrheiten, die viele gern vergessen. Willst du mich retten? Dann brauchst du den Schlüssel. Dreh dich um. Stehl ihn einfach. Du hast doch noch nichts. Nicht ganz nach Plan, aber wenigstens lebe ich noch. Ich muss zurück zum Glockenturm und den Kopf frei bekommen.